Ah, da vorne ist schon wieder Licht. Muss ich aber erstmal anschalten. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Yeah, come on. Hell yeah! Crap. Keine Munition mehr. Are you kidding me? Aber hier war doch irgendwo noch, dass ich Munition aufnehmen kann, oder? Hatte er mir doch vorhin was angezeigt. Da war Blendgranate nehmen. Revolver nehmen. Jawohl. Wusste ich's doch. Gut, sechs Schüsse sind jetzt nicht so wahnsinnig viel. Oh, das könnte spaßig werden. Das könnte sogar sehr spaßig werden. Jetzt haben wir nämlich auch wieder eine Schrottflinte. Und jetzt kommt die Party hier richtig ins Rollen. Alter Stadtverwalter! Ja, komm, dann nehmen wir die normale. Nein, mein Freund. So. Einschalten. Crap. Jetzt habe ich gerade noch 7 Schuss in der Schrotflinte und keine großartigen mehr in der Pistole. Uah. Das ist nicht so gut. Ah ja, jetzt haben wir wieder welche. Und hier ist auch wieder so eine Dosenpyramide, die ich aber jetzt nicht zerstören werde, weil die Munition will ich mir doch jetzt aufsparen. Hier vorne wäre auch nochmal Licht. Aber ich glaube, hier den großen Überfall haben wir überstanden. The darkness controls the taken. Weil hier liegt jetzt auch, glaube ich, nichts mehr, was ich großartig einsammeln kann. Wir müssen auf jeden Fall hier erstmal weiter zum Zugdepot. Aber das haben wir doch ganz gut überlebt, glücklicherweise. Aber es ist natürlich noch nicht vorbei. Hier sind noch mehr Gegner unterwegs. Aber da vorne liegt noch was Hübsches. Nämlich eine Manuskriptseite mal wieder. Sarah misstraut Nightingale. Sarah trusted her gut. And her gut said, Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong. And it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Ja, damit können sie ja immer gut argumentieren. Einfach nur federal business. Halleluja. So, now we're talking. Jawohl, jetzt habe ich endlich mal gescheit Munition. Schön viel Batterien. Damit kann ich arbeiten. Wunderbar. Und hier sind doch schon Maschinen. Das verspricht doch schon mal einiges. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. Dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful.
cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Ja, aber das ist doch strange. Sie soll doch angeblich entführt worden sein. Wie kann sie ihn anrufen? Es ist alles immer noch sehr, sehr undurchsichtig. Aber vielleicht erfahren wir ein bisschen mehr. Oder auch nicht. Wake wird von einem Besessenen angegriffen. Sowas Ähnliches hatten wir doch schon mal. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage, before it flew at me again. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, da kann man sich schon ungefähr vorstellen, was uns hier so demnächst erwarten wird. Nämlich auch noch irgendwelche komischen, fliegenden Objekte. Und hier ist doch wieder endlich mal Graffiti. Das sah auch so aus, als ob dieser Weg ein bisschen mehr zu bieten hätte. Oh, ein Träumchen. Wunderbar. Oh. Perfekt. Okay. Das hat sich doch ganz gut gelohnt. Sehr schön. Ich werde jetzt doch, glaube ich, erstmal die Leuchtfackeln ausrüsten. Oh, crap. Okay, Freunde, das war ja nicht schlecht von euch, hier einfach zu warten, bis ich hier dem Weg folge und mich dann anzugreifen, ihr kleinen Scherzkekse. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Ja, Junge, träum weiter. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Aber erstmal müssen wir hier rauf. Und über die wahrscheinlich total sichere Brücke. So, hier hinten liegt nichts. Da oben fahren anscheinend sogar noch Züge. Hell yeah. Genau so. Die Manuskriptseite sprach ja schon. Ja, wie gesagt, die Manuskriptseite sprach ja schon von herumfliegenden Objekten. Also werden wir hier auch viel Spaß haben. So, erstmal warten. Autsch. Was die hier so treiben. Oh, da kommen natürlich noch mehr. Wow. Das war... Oh, Kacke. Echt eine miese Sache. So, jetzt haben wir aber keine Granaten irgendeiner Weise mehr. Aber das hat sich jetzt trotzdem gelohnt, weil allein mit meiner kleinen Funzel hätte ich hier nichts ausrichten können. Ouch! That hurt. Gut, aber wir haben zumindest den Kontrollpunkt erreicht. Diese miesen kleinen Dinger hier, das ist echt übel. Und da hinten liegt doch noch eine Manuskriptseite. Sehr schön. Wake und das Dunkel in der Lodge. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door.
True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left. No guilt either. Not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. Sympathisch. Na dann. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Ja, leider. Aber zum Glück, hier haben wir erstmal Licht und man sieht hier schon, hier konnte ich jetzt eine Hochleistungstaschenlampe aufnehmen. Also, die ist auch schon so ein bisschen länger, wie man oben links sieht. Wenn ich jetzt wieder die kleine nehme, dann haben wir jetzt die Mini-Taschenlampe. Ich nehme natürlich die Hochleistungstaschenlampe mit. Ich bin ja nicht bescheuert. Weil das hier sieht doch dann schon mal nach einer spaßigen kleinen Angelegenheit aus. Da oben ist auf jeden Fall wieder eine Thermosflasche. Und die Lampe ist schon mal im Eimer. Dann schnappe ich mir mal ganz schnell noch ein bisschen Munition etc. Hier ist noch eine Leuchtfackel. Sehr gut. Nachdem ich die alle verballert habe, ist das wahrscheinlich keine schlechte Idee. So, ansonsten ist hier aber, glaube ich, nichts. Also, noch nicht. Hinter dem Tor wird es wahrscheinlich lustig. Oder auch schon vor dem Tor. Alan, drehst du dich mal bitte um? No, no. Komm mal her, Freunde. Nein. Komm her, komm her, komm her. So, ich muss den mal hier vor die Dinger hier locken. Hell yeah. So, jetzt haben wir nur noch den großen Dicken hier. So, hier war noch einer. Wo bist du, mein Freund? Ach, scheiße, jetzt kommt er hier rum. Soll mir aber auch recht sein. Yes! Gotcha! Ja, hier muss man ein bisschen sparsam sein. Aber das geht auch ganz gut, wie gesagt, mit diesen explosiven Fässern oder was auch immer. Das sieht schon ganz nett aus. Oh je. Ein Fahrzeug finden. So, da müssen wir doch mal hier die dicken Kaliber auspacken. Hab ich hier gerade noch irgendwas gehört? Hallo? Jemand zu Hause? In light you can hurt them. Ach, sag bloß. Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. So, dann rüsten wir uns mal aus. Das verheißt nichts Gutes, wenn wir hier so viel Munition und Batterien kriegen. Aber hier steht auch noch ein Fernseher, den wir uns mal anschauen können. Take the facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs.
tonight's episode of Family Occasion. Journalist Alvin Derlis' trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derlis, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derlis. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. I... Oh, Mr. Perka, you have well pleased Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host his thousand young, and all shall be glory. Shh, darling, be calm. Shh. Alvin Derlis learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. In Night Springs. Yeah. What? Wie albern. Na gut. Jedem das seine, mir das meiste. Hier haben wir noch eine schöne Manuskriptseite und... Ja, ein schönes, weites Feld hier unten. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier als erstes? Wake wird vom Dunkel angegriffen. Ja, das wissen wir ja nun schon. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Ich freue mich. So. Dann sind wir hier unten und können auch nicht wieder rauf.